Rocatium ist ein cloudbasierter Videoeditor, der sich besonders gut eignet, um rasch Videos für Social-Media-Plattformen zu erstellen, im Zeitalter von Storytelling und der Relevanz von Bewegtbildinhalten im Facebook-Feed. Ein sehr, sehr nützliches Tool, funktioniert komplett in der Cloud und ist auch sehr, sehr leicht zugänglich, auch für Personen, die mit Videoschnitt bisher keine oder wenig Erfahrung haben. Das Preismodell des Services ist durchaus attraktiv. Die Grundversion kostet nichts, man kann damit beliebig viele HD-Videos erstellen, die bekommen dann allerdings eine Watermark verpasst. Beim Premium-Modell um $20 im Monat bzw. $10 bei jährlicher Bezahlung bekommt man zusätzliche Formatierungsfeatures und 30 HD-Videos ohne Watermark. Um $50 pro Monat gibt es 150 Videos. Der Editor hat recht umfangreiche Features, es gibt eine integrierte Mediensuche, man kann die Videos für verschiedene Device-Größen bzw. verschiedene Seitenverhältnisse rausspielen, Querformat, Hochformat für mobile Geräte und quadratisch, und die eingefügten Untertitel bleiben dabei erhalten. Eine sehr, sehr nützliche Funktion. Man kann beliebig viel Text hinzufügen, das Ganze mit eigenen Videos anreichern, Voice-Overs aufnehmen und hochladen, zwischen verschiedenen Themes wählen, aber das Ganze schauen wir uns jetzt erstmal im Live-Einsatz an. Der Editor ist ähnlich, wie man es von Präsentationsprogrammen wie PowerPoint her kennt, slide-basiert. Sie sehen hier unten drei Slides. Man legt eine neue Slide an, die ist dann anfänglich leer und dann befüllt man die entweder mit einem Foto oder einem Video. Zur angesprochenen integrierten Suche, es gibt hier eine Bildersuche über Plattformen wie Pixabay, Flickr und einige andere, und die Suche ist bereits so eingestellt, dass man nur copyright-freie Bilder, die auch verwendet werden dürfen, findet. Ich suche hier mal nach Frosch und dann nehmen wir uns einen Frosch raus, wählen den aus und der wird damit zum Inhalt unserer ersten Slide. Integriert ist auch ein Bildeditor mit einigen grundlegenden Funktionen, kann Effekte anbringen, das Bild beschneiden, den recht beliebten Vignetten-Effekt einsetzen und so die Bilder auch noch während der Erstellung des Videos anpassen. Speichern wir das mal. So, das Bild wird abgedatet und in einem zweiten Schritt fügt man nun die Captions hinzu. Also Untertitel, die dann in weiterer Folge animiert werden. Man kann diese Captions formatieren mit einer Schmuckfarbe oder mit ein paar Textgrößenoptionen, und ich habe hier schon zwei weitere Slides angelegt vorhin. So ein Video kann aus beliebig vielen Slides bestehen, fügt man einfach hier hinzu, und man könnte jetzt statt eines Videos über die Suche natürlich auch eigene Foto- oder Videoinhalte hier hochladen. Wir belassen es hier mal bei diesen drei Slides und gehen dann weiter zum nächsten Schritt, und der besteht in der Auswahl eines Themes. Rocatium bietet verschiedene vordefinierte Themes. Man kann sich auch eigene Themes abspeichern, die beiden vorher habe ich mir selbst abgespeichert. Es gibt für jedes dieser Themes auch eine Vorschau. Man sieht, wie das in etwa ausschaut, von den Schriftarten, Farben und so weiter. Wir entscheiden uns hier mal für dieses Clean Theme und klicken da auf Use Theme. Und dann im letzten Schritt, auch eine sehr tolle Funktion, kann man passende Musik auswählen. Man sucht einen bestimmten Mood aus, es sind einige eingetragen, zum Beispiel Urban, kann die Songs dann auch vorhören oder hätte auch die Möglichkeit, selber eigene Musik raufzuladen. Wobei man natürlich darauf achten muss, dass man nur rechtefreie Produktionen verwendet. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, detaillierte Anpassungen vorzunehmen, beispielsweise die Textposition. Und diese Anpassungen beziehen sich immer auf die eine Folie, die wir gerade bearbeiten. Mit Apply to All übernehmen wir diese Einstellungen dann für alle Folien. Man kann auch jederzeit wieder zum ersten Schritt zurückwechseln, was ich vorher vergessen habe zu erwähnen. Es besteht hier auch die Möglichkeit, ein Voice-Over hochzuladen oder direkt mit einer angeschlossenen Webcam aufzunehmen. Wir können den Text nach
verschiedenen Kriterien formatieren, Schriftart auswählen, Größe, Stil, Ausrichtung und so weiter. Die Optionen, die hier ausgegraut sind, frei wählbare Schmuckfarbe, Hintergrund, Muster und so weiter, die stehen nur in der Premium-Version zur Verfügung. Wir können hier noch Filter über die Bilder legen und auswählen, mit welchen Animationen und Effekten das Video animiert werden soll. Dann schauen wir uns hier mal den Preview an. Hier sehen Sie die Watermark, die von Rocketium eingefügt wird in der Gratis-Version. Und man kann sich dann auch gleich anschauen, wie das Video im Hochformat aussehen würde, beziehungsweise im quadratischen Format. Die Bilder werden natürlich beschnitten, geht ja nicht anders, aber wie gesagt, die Untertitel bleiben immer erhalten bei der Formatumschaltung. Wenn man da mit dem Ergebnis zufrieden ist, sehen Sie hier, kann man auswählen HD oder eben SD-Qualität, Watermark zu entfernen, dafür braucht man die Pro-Version. Wir klicken hier auf Make My Video und Rocketium fragt dann noch, ob wir die ausgewählten Anpassungen als eigenen Stil abspeichern möchten. Klicken hier auf OK und dann dauert es je nach Größe des Videos zwischen ein paar Sekunden und einige Minuten, bis das Video dann fertig erstellt ist. Wir haben das jetzt hier in unserer Bibliothek. Ja, is still being created. Please try again in a few minutes. Wird bei den drei Slides aber nicht allzu lange dauern. Wir können das Video zu einem späteren Zeitpunkt auch jederzeit wieder im Editor öffnen und Änderungen vornehmen. Klassiker bei einem Tippfehler in den Untertiteln beispielsweise. Wir können also hier dann auf die Vorschau klicken, sehen unser Video in voller Größe. Und haben dann hier die Möglichkeit, die MP4-Datei herunterzuladen und dann eben entsprechend, um sie dann entsprechend auf Facebook, auf YouTube oder wo auch immer zu posten.